Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. In diesem Video zeige ich euch mein Abiturzeugnis, beziehungsweise gehe einfach darauf ein, was für Noten ich habe, was natürlich mein Abischnitt ist, werdet ihr erfahren und so weiter und so fort. Das hier ist meine Zeugnismappe, ich zeige sie euch nicht komplett, weil hier unten meine Schule mit draufsteht, aber ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Und wenn man das Ganze aufschlägt, ja, kommt dann eben das Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife. Ich werde euch ein paar Bilder nebendran mit einblenden an gegebenen Stellen, euch aber nicht das komplette Zeugnis zeigen, weil, wie gesagt, persönliche Daten drin stehen, Name der Schule und natürlich auch Unterschriften von Lehrern, was ich euch an der Stelle einfach nicht zeigen möchte. Und ich würde sagen, ich erzähle euch einfach erst einmal, wie ich in den einzelnen Fächern, insbesondere den Prüfungsfächern vorher war, was für Noten ich insgesamt hatte in den Halbjahren. Und damit starten wir jetzt auch gleich los. Ihr seht jetzt hier das sprachlich-literarische Aufgabenfeld. Eingeblendet habe ich jetzt nur die Punktzahlen mit hin, aber es ist, glaube ich, selbsterklärend, dass oben die Halbjahre stehen, 11.1, 2, 12.1 und 12.2, dann die Summe der Halbjahre, das wird ja zusammengerechnet. Und genau, das oberste Fach ist Deutsch. Da kann man einmal sehen, dass ich da eigentlich konsequent auf 13 Punkten stand, bis auf das letzte Halbjahr. Das ist tatsächlich Corona geschuldet, da wir noch eine Arbeit geschrieben hätten, mit der ich ganz sicher nochmal 14, 15 Punkte geschrieben hätte, weil es eine theoretische Arbeit gewesen wäre mit Auswendiglernen. Und dann hätte ich eben diese 12 Punkte definitiv nochmal nach oben gesetzt auf 13 Punkte. Deshalb bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, dass es nur 12 Punkte sind. Das zweite Fach, was ihr seht, ist Englisch. Da seht ihr, ich habe immer so ein bisschen geschwankt im Zweierbereich und habe es tatsächlich auch in 11 zweimal auf 13 Punkte geschafft. Das war irgendwie durch irgendwelche mündlichen Zusatzbewertungen. Mit dem ersten Halbjahr 11.1 war ich nicht so zufrieden. Dann 11.2 logischerweise sehr zufrieden und mit 12.1 und 12.2 auch sehr zufrieden mit diesen 11 Punkten in Englisch. Was ich deshalb schade finde, ist, dass ich im Englisch-Abitur nur 8 Punkte erreicht habe. Ich hätte mir 10 Punkte gewünscht. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt nicht traurig über die 8 Punkte. Ja, weil ich einfach trotzdem in den schriftlichen Leistungen oft nur im Dreierbereich war und eben durch mündliche Zusatzleistungen oder durch irgendwelche Projekte, Hausaufgaben oder sonstige immer eben nochmal Einsen bekommen habe in Englisch. Und dadurch ist dann immer dieser Schnitt von 2 entstanden, aber in schriftlichen Arbeiten war ich, wie gesagt, meistens eher im Dreierbereich und hatte dort auch meistens 8 oder 9 Punkte. Weshalb ja diese 8 Punkte im Englisch-Abi dann auch wieder hingehauen haben. Das dritte Fach, was ihr eingeblendet seht, ist Latein. Und da seht ihr, dass das erste Halbjahr, das 11.1, eingeklammert ist. Das bedeutet, dieses Halbjahr wurde gestrichen. Ärgerlicherweise sind die Halbjahre, die ich gestrichen habe, nicht meine schlechtesten Halbjahre. Also wir haben ja auf jeden Fall nochmal schlechtere Noten. Und genau, die anderen Halbjahre in Latein, mit denen bin ich aber eigentlich auch sehr zufrieden. Mit den 11 Punkten und den 10 Punkten, das war so das, was ich angestrebt habe. Und auch in 12.2 galt jetzt wieder dank Corona keine Arbeit und ohne Arbeit keine Verbesserung und deshalb sind es da auch nur 9 Punkte geworden. Ist aber im Endeffekt nicht schlimm, finde ich okay. Latein war jetzt eh nur so ein Fach, das ich halt notgedrungen gemacht habe, damit ich Französisch nicht mehr machen muss. Und an der Stelle würde ich jetzt auch ganz gerne nochmal was zum Latinum sagen, das ich hier auch beigelegt habe. Dabei habe ich 8 Notenpunkte insgesamt erreicht und das entspricht der Note 3. In der mündlichen Prüfung hatte ich, wie ich im Latinum gesagt habe, 11. Punkte, 12 Punkte, weiß ich gar nicht mehr. Und in der schriftlichen Prüfung hatte ich 7 Punkte. Daraus ergibt sich dann eben die Punktzahl 8. Und damit bin ich sehr zufrieden. Also ich wollte das Latinum halt haben und wenn ich es mit 5 Punkten bestanden hätte, dann wäre es so gewesen. Deshalb ist das hier auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und genau, dann als letztes in diesem sprachlich-literarischen Aufgabenfeld steht das Fach Musik. Und da seht ihr eigentlich auch schon, dass Musik mein bestes Fach ist. In 11.1 stehen 12 Punkte, nur 12 Punkte möchte ich dabei sagen, weil wir da eine Referendarin hatten, die meiner Meinung nach absolut schlechten Unterricht gemacht hat. Und das sehen auch viele andere bei uns so. Wir waren sehr froh, dass sie dann ab 11.2 nicht mehr bei uns unterrichtet hat. Und sie hat mir in irgendeiner Aufgabe mal diese 12 Punkte reingedrückt, obwohl das, was ich geschrieben habe, eigentlich richtig war. Ich habe da auch nochmal mit einem anderen Lehrer drüber geredet und dann hieß es halt, ja, man kann da jetzt im Endeffekt nichts mehr machen und das hat mich damals auch sehr geärgert. Aber anhand der anderen Halbjahre sieht man, dass ich ja eigentlich im Einserbereich bin in Musik und ich hätte Musik auch super gerne als mündliches Prüfungsfach gemacht. Geht aber nicht, weil es keine Gesellschaftswissenschaft ist und mir noch eine Gesellschaftswissenschaft gefehlt hat. Ansonsten hätte ich das als zusätzliche mündliche Prüfung gemacht, beziehungsweise als zweite mündliche Prüfung, wenn ich Seminarfach verkackt hätte. Und tatsächlich habe ich auch auf meinem Zeugnis insgesamt nur zweimal 15 Punkte und auch nur zweimal 14 Punkte.
Punkte und das meiste davon, wie gesagt, in Musik. Und deshalb ist Musik mein bestes Fach mit auf jeden Fall mit Abstand der höchsten Punktzahl, also dicht gefolgt von Deutsch mit 51 Punkten insgesamt. Ja, und Musik hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Deshalb bin ich ein bisschen traurig, dass ich es nicht machen konnte als Prüfungsfach. Aber ist vielleicht im Endeffekt auch ganz gut so, weil ich glaube, die Prüfung wäre nochmal richtig, richtig schwierig geworden. Und dann kommen wir auch schon zum gesellschaftswissenschaftlichen Aufgabenfeld mit einem Fach, das ich absolut hasse. Und da kann man eigentlich sehen, dass meine Motivation konsequent nachgelassen hat. Und zwar haben wir hier einmal 10 Punkte, zweimal 8 und einmal 7 Punkte. Wie ich diese 7 Punkte am Ende geschafft habe, ist mir ehrlich gesagt ein Rätsel. Mir war von Anfang an klar, dass ich eigentlich in Wirtschaft recht versuchen muss, auf eine gute Punktzahl zu kommen, weil Wirtschaft recht ein Leistungskurs bei mir war und ich ihn deswegen nicht streichen konnte. Und umso bescheuerter fand ich es im Endeffekt, wie das alles gelaufen ist. Ich hatte einen Lehrer, den ich absolut nicht leiden kann, der auch absolut nicht viel rübergebracht hat und zumindest meine Lernmethoden nicht unterstützt hat. Also der viele Lernmethoden verwendet hat, mit denen ich eigentlich nichts anfangen kann. Und wenn mir andere Leute diese wirtschaftlichen Dinge im Nachhinein erklären, dann habe ich die meistens besser verstanden, als wenn er mir das im Unterricht erzählt hat. Und deshalb, ich bin einfach mit dem Unterricht nicht klargekommen und habe dann in 12.2 gesagt, okay, ich mache gar nichts mehr. Ich muss zugeben, in 12.2 habe ich das gesamte Halbjahr in Wirtschaft recht gespickt. Und ich kann es ja jetzt auch so öffentlich sagen, weil es war mir im Endeffekt egal, was für eine Note ich in Wirtschaftsrecht bekomme in diesem letzten Halbjahr. Ich wollte nochmal so richtig schön reinscheißen und habe trotzdem 7 Punkte bekommen. Was irgendwie witzig ist, also ich finde das tatsächlich witzig, weil ja, das ist immer noch eine 3- und ich habe nichts gelernt, habe ein bisschen gespickt und habe absolut grottenschlechte Arbeiten geschrieben. Ich glaube, die erste Arbeit in diesem Halbjahr hatte 4 Punkte und das ist ja nicht mal bestanden und die Kursarbeit hatte, glaube ich, 6 Punkte. Wie auch immer das möglich war. Aber wie gesagt, das ist jetzt keine Sache, wo ich stolz drauf bin oder wo ich sagen kann, ich habe es gewissenhaft geschafft. Also da hatten dann andere Fächer einfach mehr Priorität, so kurz vorm Abi und deshalb. Genau, Wirtschaftsrecht. Ich bin so froh, dass ich es nie wieder habe. Und direkt darunter steht Ethik. Auch hier seht ihr, ich habe einmal 9 Punkte streichen müssen, leider, weil ich glaube, jedem ist klar, ich hätte sehr gerne diese 7 Punkte in Wirtschaftsrecht gestrichen. Oder auch diese 8 Punkte, weil 9 Punkte streichen ist halt einfach, wenn man schlechtere Noten hat, 9 Punkte streichen, das ist bis jetzt. Das ist, worüber ich mich am meisten aufrege. Und genau, da sehen wir einmal Zweierbereich, eigentlich Zweierbereich. Was in 11.2 passiert ist, am Ende weiß ich nicht mehr. Und in 12.1 hatten wir irgendwie organisatorische Probleme und hatten dann viele kreative Projekte. Und weil ich ja auch ein kreativer Mensch bin, sind es dann eben 14 Punkte geworden. Insgesamt muss ich sagen, Ethik hat mir immer ganz gut gefallen. Ich habe aber von Anfang an gesagt, ich werde auf gar keinen Fall eine Ethikprüfung machen, mündlich, weil ich glaube, das wäre mein Untergang gewesen. Zumal ich das absolut nicht einschätzen kann, was da abgefragt werden soll und so weiter. Und bin ich sehr froh drüber, dass ich das nicht gemacht habe, weil wir hatten in unserem Heft vielleicht insgesamt 3, 4 Seiten, die wir jemals aufgeschrieben haben. Und das allein fürs Abitur war mir zu heikel, war mir irgendwie zu wenig. Und deshalb habe ich das gelassen und zwar meiner Meinung nach auch eine sehr gute Entscheidung. Dann blende ich euch jetzt hier den mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenbereich ein. Und da seht ihr, Mathe ist beschissen. Warum ist Mathe beschissen? Weil ich Mathe hasse, weil ich Mathe nicht verstehe und weil ich trotzdem immer versucht habe, irgendwie auf eine 3 zu kommen. Und ich muss sagen, das ist mir ja gelungen. Dieses eine Mal hatte ich ja auch hier in 11.2 9 Punkte. Das war themenbedingt. Da hatten wir nämlich, glaube ich, was hat man da? Aber da hatten wir auf jeden Fall ein gutes Thema und das habe ich besser verstanden als alles andere. Und dann hatte ich irgendwie mal 12 Punkte in einer Arbeit und dann ist es so nach oben geschossen. Tatsächlich stand ich in 12.2 auch auf 9 Punkten, glaube ich, oder sogar 10 Punkten. Habe aber in der allerletzten Mathearbeit einen Punkt gehabt. Und da habe ich auch wirklich geweint, muss ich sagen, weil ich da übelst lange gelernt habe. Generell muss ich dazu sagen, falls der liebe Lukas das hier sieht, ganz liebe Grüße an dich. Denn das ist mein absoluter Lebensretter, wenn es um Mathe ging, der nämlich mit mir immer geübt hat für die ganzen Arbeiten. Und ohne den hätte ich das auf gar keinen Fall geschafft, überhaupt auf 7 Punkte zu kommen. Weil Mathe ein Leistungskurs ist, weil Mathe ein Kernfach ist, konnte ich keine Halbjahre streichen. Ich hätte super gerne 2 von diesen 7 Punkten gestrichen. Und da kommen wir jetzt auch zum Problem, das ich einfach kurz an der Stelle ansprechen möchte. Ich habe insgesamt auf meinem Zeugnis 4-mal 7 Punkte stehen, 3-mal in Mathe, 1-mal in Wirtschaft, Recht. Das sind beides Leistungskurse und alle 4 sind die schlechtesten Halbjahre auf diesem Zeugnis. Und ich konnte sie nicht streichen, weil Leistungskurse in Thüringen nicht gestrichen werden dürfen. Und ich muss sagen, dass ich das absolut kacke finde, weil ich habe mir diese Leistungskurse nicht ausgesucht. Und wenn ich diese 7 Punkte gestrichen hätte, hätte sich meine Abiturnote schon vor dem Abi um eine Kommastelle verbessert. Und dann wäre ich nämlich genau da, wo ich eigentlich hin wollte. Ich bin mit meinem Abischnitt nicht
unglücklich. Im Gegenteil, ich bin absolut froh mit meinem Abischnitt. Ich finde, ich habe ein wirklich sehr, sehr gutes Abi abgelegt. Vor allem, wenn man bedenkt, was eigentlich alles so abgeht im Leben eines Teenagers. Also ich muss sagen, Hut ab an die beiden Mädels aus meiner Schule, die tatsächlich 1,0 geschrieben haben. Ich finde es trotzdem ungerecht, dass ich Noten streichen muss, die gut sind, auf die ich stolz bin. Diese 9 Punkte in Latein, ich war da immer stolz drauf, weil es war fast eine 2. Und dann musste ich es einfach streichen. Auf die Noten in Mathe bin ich halt nicht stolz, weil das ist so kurz vor der 4 und deshalb finde ich das sehr ärgerlich und möchte das einmal kurz gesagt haben, dass ich das total kacke finde. Und genau, kommen wir aber ganz schnell zu Bio. In Bio seht ihr einmal 12 Punkte, zweimal 11 Punkte und wieder 12 Punkte. Wir haben in Bio immer versucht, auf 13 Punkte zu kommen, hat nicht funktioniert, entspricht aber im Endeffekt auch meiner Leistung, die ich dann auch im Abi hatte. Und ich bin da absolut zufrieden mit Bio, war schon immer mein Lieblingsfach. Mein Problem ist nur, dass ich mit diesen chemischen Sachen nichts anfangen kann. Also, oder wenn da mal was Kurzes Mathematisches kommt, das ist zwar eher selten, aber wenn dann mal was Chemisches kommt, so mit Ionenverteilung, pH-Wert, keine Ahnung, da bin ich raus. Ich kann euch alles absolut gut erklären auf biologischer Ebene, aber sobald das Chemische dazu kommt, ist vorbei. Und it is what it is. Und genau, in Informatik seht ihr dann auch 10 Punkte, 11 Punkte, 10 und nochmal 11. Das ist die überraschendste Leistung aller Zeiten, weil in Informatik kommen die Noten irgendwo her, wo ich nicht genau weiß, wo die eigentlich herkommen. Also, ja, ein Durchschnitt von 10,5 Punkten bei einem Fach, das ich nie verstanden habe, bei dem ich auch nie irgendwas Sinnvolles geschrieben habe, ist echt eine Höchstleistung. Aber es geht allen so. Also unser Lehrer hat auch gesagt, der hat uns sehr fair bewertet, was das angeht, weil er einfach von Anfang an gemerkt hat, dass wir so ein bisschen inkompetent sind, was Informatik angeht. Weil da gab es schon einige Situationen, die diese guten Noten, sage ich mal, bedingt haben. Also da kam uns unser Lehrer immer sehr, sehr weit entgegen. Und als letztes blende ich euch noch die Fächer Sport und Geschichte ein. So wie das 13. Fach, das Wahlfach, das ich nicht hatte. Also ich hatte nur 12 Fächer. Und genau, da seht ihr Sport, 8 Punkte, 12 Punkte, 8 Punkte, 11 Punkte. War irgendwie Mannschaftssport, Einzelsport, Mannschaftssport, Einzelsport. Ich würde mal sagen, man merkt, was mir besser liegt. Definitiv Einzelsport und Mannschaftssport. Das waren Tischtennis und Volleyball. Das war ciao, Leute, ciao. Da musste ich leider 8 Punkte streichen. Also wie gesagt, ich hätte lieber die 7 Punkte gestrichen. Aber insgesamt, naja, bin ich da ganz froh drüber, dass ich in Sport 2 Halbjahre streichen konnte. Und bin umso stolzer auf die anderen beiden Halbjahre, weil ich bin wirklich nicht sportlich. Aber ich glaube, es liegt auch einfach sehr daran, wie Sportunterricht in Thüringen aufgezogen wird. Weil man einfach nicht von individuellen Ausgangspunkten ausgeht, sondern halt einfach alle in eine Kategorie steckt, ganz egal, wie schwer diese Leute sind, wie groß die Leute sind, wie sportlich die insgesamt sind, was für eine Knochendichte die haben. Das sind so viele Faktoren, meiner Meinung nach, die beachtet werden sollten. Und ich finde auch, dass Sportunterricht nicht benotet werden sollte, weil die Sportnoten haben mich immer nur noch mehr demotiviert, weshalb ich eine Zeit lang eine ganz krasse Abneigung gegen Sport hatte, weil ich einfach permanent schlechte Noten bekommen habe, weil ich keine Liegestütze kann, weil ich keinen Handstand kann, weil keine Ahnung was. Und dann immer wieder diese schlechten Noten zu bekommen, dann fängt man auch nicht in der Freizeit an, Sport zu machen, ist zumindest meine Meinung. Und genau, deshalb die Sportnoten. Und das allerletzte Fach, das ihr seht, Geschichte, 10 Punkte, 11 Punkte, 10 Punkte und nochmal 12 Punkte. Alles im Zweierbereich, alles in einer absolut akzeptablen Leistung. Umso cooler ist es, dass ich dann in der mündlichen Abiturprüfung 13 Punkte erreichen konnte. Und genau, somit kommen wir insgesamt auf eine Summe von 434 Punkten im ersten Teil der Qualifikationsphase. Und dann kamen eben diese Prüfungsergebnisse hinzu. Das waren, ich sag's einfach nochmal ganz kurz mit an, Deutsch 13 Punkte, Englisch 8 Punkte, Bio 12 Punkte und Geschichte 13 Punkte. Genau, und dann wird da die Seminarfachleistung mit einberechnet. Das waren 13 Punkte. Und wenn man das alles mal 4 nimmt, dann kommt man insgesamt auf 236 Punkten in den Prüfungsergebnissen. Und somit habe ich eine Gesamtpunktzahl in den beiden Blöcken von 670 Punkten erreicht. Und das entspricht einer Durchschnittsnote von 1,9. Tada! 1,9 ist meiner Meinung nach ein extrem, extrem guter Durchschnitt. Ich würde es auch als 1er Durchschnitt bezeichnen. Klar, wenn man es genau nimmt, ist es eine 2 plus oder so. Ich wollte ursprünglich mal, Ende der 10. Klasse habe ich gesagt, ich möchte eine 1 vom Komma haben. Das habe ich erreicht, das Ziel. Als dann meine Studienziele konkreter wurden, habe ich mir 1,7 gewünscht. Und nachdem dieses ganze
Corona-Gedöns angefangen hat, war mir eigentlich klar, ich schaffe nicht mehr, weil mir einfach am Ende noch mal ein paar Leistungsnachweise gefehlt haben, die ich gerne erbracht hätte, um meine Note aufzubessern. Und weil ich schon ein bisschen lost war am Anfang, weil ich nicht so genau wusste, was mache ich hier eigentlich. Und hatte ja auch einige Nervenzusammenbrüche so in dieser Anfangsphase von Corona, weil mir alles gefehlt hat, weil ich keine Mottowoche mehr hatte, weil diese letzten 2 Wochen Schule gefehlt haben, weil ich nochmal Noten machen wollte, weil ich gelernt habe und ganz plötzlich nichts mehr machen musste und nicht so genau wusste, lerne ich jetzt schon fürs Abi oder noch nicht. Und dass ich das am Ende dann wirklich so gemeistert habe mit den Leistungen, die ich erbracht habe, macht mich unfassbar stolz, macht auch meine Eltern unfassbar stolz. Und auch meine Stammkursleiterin und mein Schulleiter haben dann nochmal persönlich was zu mir gesagt bei der Zeugnisvergabe. Und ja, das ist so, es ist für mich einfach eine ganz, ganz krasse Situation und ich bin da, wie gesagt, unfassbar stolz auf diese 1,9. Ich finde, auf egal was für eine Note man im Abi hat, man sollte da auch stolz drauf sein, weil man 12 Jahre Schule hinter sich gebracht hat und es gibt Gründe, warum man die Leistung erbracht hat und ich finde auch, dass das Abi jetzt keine Selbstverständlichkeit ist, das irgendwie zu bestehen oder so, weil es so viele Faktoren gibt, die einfach diese Schulzeit so sehr erschweren. Man, ich weiß nicht, man fängt in der 5. Klasse an, sich richtig zu entwickeln. Man findet neue Freunde, muss rausfinden, was die richtigen Freunde sind, was die falschen Freunde sind. Man wird dann pubertär, hat ein ganz neues Verhältnis zu seiner Familie, muss damit klarkommen, dass sich alles ständig verändert, nicht nur im Umfeld, sondern auch an einem selbst. Man lernt sich selber kennen und im nächsten Moment weiß man doch nicht, wer man eigentlich ist. Und ich finde, gerade in diesen letzten 2 Jahren habe ich mich sehr, sehr stark verändert und habe ich viele Verwandlungen durchgemacht. Die Leute, die mir vielleicht schon lange folgen, haben das vielleicht ein bisschen mitbekommen durch die Videos. Seit ich Vlogs mache, finde ich, sieht man es nur noch stärker, dass ich einfach immer weiter aufgehe in so eine sehr positive Richtung und dass ich halt auch eine schöne Entwicklung durchmache, auf die ich stolz bin und die ich selber eben gut finde. Aber es gab eben trotzdem Dinge, die mir das Leben schwer gemacht haben, die auch anderen Leuten das Leben schwer gemacht haben. Und da sind eben alles Sachen wie, wer bin ich eigentlich? Und dann vielleicht die erste Liebe, die erst total euphorisch ist und dann mit einem ganz harten Knall endet, so wie es bei mir war. Also meine Trennung von einem Jahr war nicht gut und die hat mich mehr als aus dem Konzept gebracht. Ich weiß gar nicht, wie ich in 11.2 ein lebensfähiger Mensch war. Ich war nämlich eigentlich nicht am Leben. Ich habe gelernt, weil ich irgendwie musste. Aber alles andere hat nicht existiert in meinem Leben. Also ich hatte keine Freunde, ich hatte keine Hobbys und irgendwie war alles dann erstmal weg. Und dann habe ich angefangen, mich neu kennenzulernen. Und das plus Schule ist doch eine unfassbar krasse Leistung. Sich selbst kennenlernen, selber rauszufinden, was ist das Leben, was ist der Sinn meines Lebens, was will ich machen und darauf hinzuarbeiten und seine Ziele zu verfolgen. Und deshalb hoffe ich, dass ich euch mitnehmen konnte in den letzten Monaten, dass ich euch motivieren konnte durch meine Vlogs, dass ihr produktiv geworden seid, dass ihr motiviert seid und dass ihr ein Ziel habt, auf das ihr hinarbeitet. Und wenn ihr das noch nicht habt, dann sucht euch ein Ziel und macht das Beste daraus, denn am Ende sind wir alle Geschichten und ihr bestimmt, wie diese Geschichte abläuft. Ihr bestimmt, was auf der nächsten Seite steht. Ihr bestimmt, was im nächsten Kapitel kommt. Ihr könnt vielleicht nicht alles beeinflussen, aber ihr könnt das Beste aus jeder einzelnen Situation machen. Und das ist das Wichtigste. Ihr schreibt eure eigene Geschichte. Macht einfach die Beste daraus, die ihr machen könnt. Und lebt euer Leben. Und ja, das sind so Ratschläge, die ich euch jetzt gerne mitgeben wollte. Und das war's an dieser Stelle von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, dass ihr euch nicht schlecht fühlt, wenn ihr einen schlechteren Abischnitt habt, denn das ist nicht der Sinn. Ich wollte euch einfach erzählen, was ich für Prüfungen habe, weil ich selber froh drüber bin, weil ich selber stolz drauf bin. Und ja, einfach auch um zu zeigen, dass die Prüfungen im Endeffekt ja doch so waren, wie ich sie eingeschätzt habe. Falls ihr meine Prüfungsvideos nicht gesehen habt, dann könnt ihr wahnsinnig gerne mal hier oben klicken. Da habe ich euch eins davon verlinkt. Das Deutschvideo ist auch echt durch die Decke gegangen. Also vielen, vielen Dank an alle, die das geschaut haben und die jetzt auch hier dieses Video schauen. Ich wünsche euch jetzt noch einen ganz, ganz wundervollen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und dann hoffentlich mit einigen Uni-Themen. Aber es kommt auch noch mal was zum Thema Schule. So ein abschließendes Q&A und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, ganz viel Spaß beim Lesen und tschüss.